Herzlich willkommen zur nächsten Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Suevo und wir kommen eigentlich ganz gut voran, muss ich sagen. Aktuell kämpfen wir uns so ein bisschen zurück durch die ganzen Geschichten hier, weil wir da irgendwie woanders wieder weitermachen müssen, scheinbar. So, hier müssen wir jetzt weiter. Ich denke mal hier unten rum, nicht oben rum. Oder? Genau. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen zurückkämpfen, bis es dann an irgendeiner Stelle wohl wieder weitergeht. Zimmer der Wachen. Wo müssen wir genau hin, ist die Frage. Da ist auf jeden Fall so ein roter Strahl, da kann man bestimmt irgendwas machen. Genau, da ist auf jeden Fall irgendwas. Gucken wir mal, was da ist. Eine Schriftrolle. Wir wurden angewiesen, diese magischen Schriftrollen stets bei uns zu tragen und niemals abzulegen. Scheinbar können sie unsere Gedanken direkt auf das Papier reflektieren. Wenn wir sterben, können andere Brüder aus unseren Fehlern lernen und vielleicht zu ihrer Mission erfolgreich zum Abschluss bringen. Nicht schlecht. Lassen wir Mana wieder auffüllen, damit wir hier durchkommen. Genau, so jetzt müssen wir hier irgendwie. Wo müssen wir denn hier weiter? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Hier wahrscheinlich. Ja, genau, hier geht es dann nach oben. Okay. Dahin. Aufgemacht hatten wir das schon. Ne, aber hier geht es gar nicht rum. Oder? Hier wahrscheinlich einfach nur nach unten. Ja, genau. Okay. Eieiei. Die Map ist halt nicht ganz so eindeutig, muss man einfach mal so sagen. Burgsaal. Mal wieder. Zum x-tausendsten Mal. Eigentlich können wir die Marke mal ein bisschen ausmachen, wenn das nur hier die Crap-Gegner sind. Können wir die ein bisschen auffüllen wieder. Da waren wir ja schon. Was bringt uns das? Das weiß ich noch nicht so richtig. Und vielleicht hier rum. Hier können wir Magie auffüllen, dann brauchen wir die nicht auffüllen. Hier geht es irgendwie in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz genau, wo es hier rumgeht. Gehen wir mal ein bisschen nach oben hier vielleicht. Oder? Das geht doch, oder? Naja, so nach oben geht es auch nicht. Da ist was. Da ist wieder was. Okay, da sind wir nicht dran gekommen. Aber da geht's wahrscheinlich rum. Gucken wir doch mal. Das hat nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Warum klappt das denn nicht? Wollen wir hier anders rangehen? Müssen wir da weiter schwingen oder was? Noch mal. Ich weiß es nicht genau, warum kommen wir denn da nicht ordentlich hoch? Okay, jetzt kommen wir. Alles klar. Geht doch. Gucken wir erstmal, was hier so ist, würde ich sagen. Da ist auf jeden Fall wieder eine Schriftrolle. Ist ja schon mal cool. Über mir ist eine gewaltige Konstruktion zusammengefallen. Jetzt werde ich nie wieder nach Hause zurückkehren und die Liebe eines anderen Menschen erfahren. Ich werde hier sterben, doch erfüllt ist meinem Herz mit Stolz, dem geheiligen Zweck gedient zu haben. Meine Seele sehnt sich nach Erlösung. Alles klar, wieder ein paar EP mehr. Was anderes ist die Schriftrolle ja irgendwie nicht gut, habe ich das Gefühl. In dem Lords of Shadows 1 hat man ja da doch wenigstens immer mal ein paar Tipps und sowas auch bekommen. Finde ich jetzt hier noch nicht richtig. Was? Bibliothek? Wahrscheinlich halt von einer anderen Etage jetzt. Müssen wir jetzt hier wieder rum, Mensch? Was haben wir denn da vorher gemacht, dass wir jetzt hier wieder entlang müssen? So richtig was toll. Achso, wir haben den Archer geholt gehabt. Ich erinnere mich. Okay. Jetzt müssen wir hier wieder entlang, nachdem wir den Archer-Zauberkeil geholt haben.
Ist ja heftig. So. Kackbuch, ey. Hätten wir es mal vorher einer gesagt, hätten wir einfach den Teleporter nehmen können. Bisschen ungut, aber was soll's. Ich glaube, Papi können wir gebrauchen. Tatsächlich, ja. Okay. Hier rum. Hier weiter nach oben. Geht gar nicht. Okay, dann sind wir hier falsch. Sind wir hier, denke ich, rum. Genau, genau. So muss es rum. Gehen. Hier aber auch nicht. Muss irgendwie hier weiter rüber sein. Oh, das war nicht so gut. Nochmal nach oben. Jetzt geht's. Ab darüber. Und weiter nach oben. Eieieiei. Was für ein Weg immer das ist hier. Oh, hier geht's gar nicht rum, oder was? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Müssen wir erst hier rum, oder wie? Oh, das wollte ich doch gar nicht. Och, Mann. Naja, gut. Wir werden da oben wieder starten, nehme ich an. Alles andere wäre ärgerlich. Oder? Bibliothek? Oh, fuck you. Okay, das ist aber hier um die Ecke. Also ist es nicht weiter schlimm. Ab nach oben. Immer weiter. Warum wird hier eigentlich noch was angezeigt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Als wenn hier noch irgendwo was wäre. Bisschen seltsam. Hier vielleicht runter oder so? Ne, geht auch nicht. Komisch. Komisch, aber was soll's. Der ist zu und die beiden sind offen. Okay. Ab hier nach oben. Ist hier was gewesen? Nee, ne? Doch, da ist was. Können wir da auch so weiter hoch? Also dahin, wo wir hin müssen letztendlich? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Hier könnte auch noch was Neues sein. Okay. Gucken wir mal. Ein Buch, in dem mehrere Wörter markiert sind, liegt auf seinen Stellen. Belohnung wird Wörter erhalten. Alle große liest wer eine. Okay. Richtig verstanden habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber was soll's. Muss ich, denke ich, auch nicht unbedingt. So, komm. Sterbt einfach, ihr Schweinefischers. Nächstes Buch. Hinten ist auf jeden Fall noch eine Schriftrolle. Das ist doch ganz gut. Da sind wir gut ausgewichen, auf jeden Fall. Da auch. Da nicht so gut. So, den Hund wegmachen oder Werwolf oder was auch immer. So, waren glaube ich alle. Dann gucken wir mal, was hier für eine Schriftrolle ist. Ich habe ein Buch und darin folgende Passagen gefunden. Als über der Burg große Dunkelheit heraufzog, suchte eine Gruppe Magier in der Bibliothek Zuflucht. Im Laufe der Tage wurde ihr Geist von Neid, Arroganz und Hass aufeinander vergiftet. Verbotene Rituale wurden durchgeführt, aber die Seelen der Männer waren für immer in den Seiten der Bücher verloren. Eieiei. Gleich zweimal in einer Schriftrolle verlesen, ist ja super geil. Muss man auch erstmal schaffen. Frage ist, wo muss ich rum? Ich glaube, ich muss schon hier hoch. Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Hier geht's auch weiter. Lass nochmal kämpfen hier. Eine Runde. Aua, du Schweinefisch. Erstmal den kaputt machen. So. Geht doch. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, das ist das Problem. Gucken wir mal hier erstmal rum. Könnte sein, dass wir hier richtig sind. Sieht sehr so nach aus sogar. Sehr gut. Perfekt, mal gucken, was hier jetzt ist. Spielzeugmacher-Jahrmarkt. Jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir zuletzt waren. Oder wie jetzt, wo wir den Bogenschützen-Kali geholt haben. Ist ja ein bisschen affig.
Erstmal das blöde Buch wieder kaputt machen. Genau so. Kein Problem, mein Freund. Und weggeschnetzelt. Oh, Rückgrat gebrochen. Auch nicht schlecht. Würde ich sagen. So, hier erstmal HP holen, genau. So, wir müssen jetzt hier auf irgendeine höhere Etage kommen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wodurch wir da jetzt hinkommen. Hier rum. Okay, da kommen wir da dann hoch. Alles klärchen. Nichts Unbekanntes jetzt. So richtig. Ging ganz schön schnell. So viel muss ich zugeben. Sind wir hier oben drauf? Da geht's wieder hoch. Alles klar. Was bringt uns der Kram hier? Gucken wir mal, bevor wir da hochfahren. Wenn wir hier irgendwas finden. Ha, mehr HP. Das hat sich ja gelohnt, sich hier umzusehen. Auf alle Fälle. Mehr HP ist immer gut. So, runter hier und jetzt hochfahren. Hier waren wir auf jeden Fall jetzt noch nicht. Geht auf jeden Fall gut voran. Hauptturm außen. Ab nach oben fahren, okay. Habe ich verstanden. Oh, okay, es fährt wieder runter. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber ist ja alles gut gegangen. Wieder selbe Spiel scheinbar. Oh, da ist ein Gegner, das quält mir jetzt nicht so gut. Ah, okay, das bricht dann, wenn der Gegner darum macht. Ah, ja. Okay, interessant auf jeden Fall. Finde ich persönlich. Machen wir den Kerli an. Der müsste ja jetzt eigentlich für uns kämpfen. Okay, macht er auch. Alles klar, das läuft ja gut. Bam, 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 ab nach oben, ab darüber, ab nach oben. Hier nach oben. Alles ja doch relativ offensichtlich, was wir hier gerade machen müssen. Von den Sprungpassagen her. Müssen wir wieder nach oben. Der Kerl ist an, ne? Ja, tut es an. Nur um sicher zu gehen. Aber ich glaube, da müssen wir da drauf springen. Könnte ich mir vorstellen. Genau, so ist es auch. Ich glaube, wir müssen nach unten. So, was ist hier los? So, einer schon wieder. Blödes Drecksvieh. Will uns dann nur wieder ärgern. Ey, 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 ey. Warum schießt er denn nicht, der gute Kali? Jetzt? Haut er wieder ab, okay. Interessante Geschichte. Da geht's scheinbar weiter hoch. Da haben wir wieder einen Item. Alles klar. Und bei mir vor der Haustür ist mal wieder die Rennstrecke am Toben, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, da drüben ist wieder eine Schriftrolle, die holen wir uns natürlich. So, gucken wir doch mal. Die kleinen Bucklinken scheinen recht eifrig am Aufbau und der Erweiterung der Burg zu arbeiten. Ich weiß nicht, woher sie kommen und was sie antreibt, doch aus irgendeinem seltsamen Grund scheinen sie von der Dunkelheit beeinflusst zu werden, die den neuen Burgherrn umgibt. Sonst ist hier scheinbar nichts. Und wieder nach oben. Muss ja sein. So. Go, 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 go. So. Angekommen. Weiß, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir müssen den darüber schieben. Ah, das ist auch noch ein Magiebrunnen. Cool. Holen wir uns natürlich.
Magie kann man nie voll genug haben. So. Hier rum. Oh, jetzt quälen wir jetzt nicht so gut. Hört das irgendwann mal auf? Ach ja. So. Und jetzt? Achso, hier hoch. Verstehe. Kriegen wir alles hin. Oh, irgendwie da hoch. Ah, okay. Verstanden. Du Schwein. Schießt einfach auch nach uns hier. Was ist hier los? Der nächste von den Drachenviechern. Sind ganz schön viele, muss ich sagen. Scheißviech, Alter. Müssen wir die Heilungsmagie anmachen, sonst sind wir gleich im Arsch. Da habe ich nicht so Bock drauf. Scheißviech, Alter. Komm, komm, komm. Geh endlich mal drauf, Mann. Okay, ranziehen, töten. Und gut ist. Okay, geschafft. Ab nach oben. Heftigster Scheiß hier. Oh, da gibt's HP und Mana. Das könnte heißen, es kommt wieder so eine Art Boss irgendwie. Könnte zumindest sein. So, das haben wir aufgefüllt, das füllen wir auf. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.